Hallo Fußballfreunde und willkommen zu der nächsten Begegnung unseres EM-Orakels hier auf Four Buttons. Heute spielen wir Italien gegen Schweden. Ich bin Raindrop und bei mir ist... Ja, ich und ich bin Nightflyer. Ich und Nightflyer. Bei mir sind noch zwei andere Personen. Nein, natürlich nicht. Bei mir ist Nightflyer. Genau, und ich spiele Schweden. Und ich spiele heute Italien. Weil ich mal wieder die Arschkarte gezogen habe. Wir werden sehen. Ja, ich würde sagen, Strategie muss ich kurz gucken, weil Schweden haben wir gerade, als wir die Mannschaften ausgewählt haben, haben wir gesehen, dass Schweden zwar insgesamt keine besonders starke Mannschaft ist, aber einen relativ starken Sturm hat. Genau. Und deshalb werde ich meine Aufstellung verändern. Jetzt nicht da, sondern hier. Und werde... Ja. Ich muss überlegen. Ah, das ist zu krass. Ich werde mit so spielen. Ich sehe das leider nicht auf meinem... Jetzt musst du es sehen, theoretisch. Jetzt sehe ich es. Drei Sturmspitzen. So werde ich spielen. Ja, dann. Schauen wir mal, ob das läuft. Ich lasse mal alles so. Jo, ich bin Startler. Okay, dann Anstoß. Auf geht's. Wir spielen in Toulouse. Also theoretisch das reale Spiel findet in Toulouse statt um 15 Uhr. Habe ich gesehen auf dem Plan vorhin. Ich hab nämlich auf den richtigen Plan geguckt. Nicht nur auf mein Handy. Ich habe nämlich festgestellt, es ist einfacher, wenn ich mir auf dem Handy einfach die Reihenfolge der Spiele angucke und dann auf den richtigen Plan gucke, welche Gruppe das ist und so weiter. Ich glaube, ich kann tun. Ja. Jetzt habe ich Ton. Wieso hast du keinen Ton? Ja, ich habe irgendwie leise gedreht. Okay. Auf geht's. Wie geht das nochmal? Wie geht das Spiel? Stimmt, wir haben jetzt, glaube ich, einen Tag Pause. Haben wir gestern gespielt? Doch, wir haben gestern gespielt, oder? Nee, gestern haben wir nicht gespielt. Okay, dann haben wir doch einen Tag Pause gehabt jetzt. Und wir haben jetzt nicht vorher irgendwie trainiert oder so. Sondern legen einfach sofort los. Richtig. Und? Wir spielen erstmal so ein unwichtiges Spiel hier. Italien gegen Schweden. Nein, natürlich ist das sehr wichtig. Wir haben heute schon beide Mannschaften gesehen im haben wir ja, stimmt. Fernsehen. Jetzt, wo du es sagst. Die haben sich beide nicht so super präsentiert, wenn ich das mal so behaupten darf. Schweden hat doch war gegen Nordirland, ne? Oder verwechsel ich das jetzt? Ja, gegen Irland, nicht Nordirland. Gegen Irland, genau. Nicht Nordirland, die haben ja letztens schon gespielt. Und Irland hat mir eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ups, was da das denn? Nicht das, was ich wollte. Ja, Irland war gut, Schweden nicht so. Also für, hab was anderes erwartet von Schweden. Keine Ahnung. Italien hat natürlich gewonnen, aber... hat mich jetzt auch nicht so überzeugt, wenn ich ehrlich bin. Ja, also das Italien-Spiel hat mich auch nicht überzeugt. Ehrlich gesagt, nicht wirklich verfolgt. Also nur so mit einem halben Auge. Weil, ich weiß nicht, ich muss dich gerade mal ein bisschen lauter drehen, ich höre dich kaum. Ja. Jetzt ist besser. Tja, wenn da jetzt noch einer von meinen Spielern wäre, wäre das auch voll cool. So. Nein! Weg vom Tor! Irgendwie diese Fernschüsse kann ich überhaupt nicht gut. Ich meine. Ja, die sind auch schwer. Muss man auch die richtige Person für haben. Weiß gar nicht, wer ich da bin. Du musst diesen Fernschuss auch tatsächlich steuern. Das ist der Punkt. Die sind nicht einfach. Ja. Interessanter Versuch, oder? Ja, sehr interessant. Attacke! Hey! Attacke. Ey! Oh. Habe ich aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Da war ich aber ein bisschen übermütig hier. Und mach das gleiche nochmal. Nee, mach ich nicht. Das wollte ich nicht. Mein Gott, komm immer bei dir an die Bälle. Ich bin falsch aufgestellt hier. Scheiß Manndeckung da. Bei dir? Nein. Ach,
zu spät gedrückt. Oh nein. Ja, ja. Ach. Das mache ich so lange, bis der Ball wieder auf deiner Seite ist. Ich merke das schon. Oder so. Alter Schwede. Lauf. Lauf. Ah, faul. Entschuldigung. Ja, 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 ja. Na, heute ist das ja auch mal sinnvoll, wenn ich sage, alter Schwede. Richtig. Passt ja. Sengin oder wer ist das? Wer ist das? Wobei, die Alten sind ja die Italiener. Ne? Richtig. Die Schweden sind die Schweden. Mhm. Oh Gott. So war's schon wieder. Verdammt gefährlich. Das war ziemlich gefährlich. Was macht der da? Pinkeln? Das sah so aus, ja. Der hat so eine Haltung eingenommen, als müsste er pinkeln. Als würde er gerade pinkeln. Muss er wahrscheinlich auch. Nein, der hat natürlich nur seine Klötze geschützt. Klötze. Wer ist das? Was, wer Klötze ist? Nein, das möchte ich nicht wissen. Ja, ich glaube, heute war auch wieder in irgendeinem Spiel, war oder ich war es gestern nicht, nee, ich glaube, es war heute, war irgendein, war so eine Situation, da ich mir gedacht, da wäre echt so ein Schutz, ich weiß, wie nennt sich das? Ja, so ein Klötzeschutz, wäre angebracht. So ein Cup. Der hat einen Hacken in die Weichteile bekommen. Ja, aus Versehen, aber ja, trotzdem. Ja, natürlich, es war aus Versehen, war keine Absicht. Aber ganz schön gefährlich. Ja, oder liegt einer bei mir. Warum tut mir das? Kann er wieder aufstehen? Was hat denn der gemacht? Du hast den gefault wahrscheinlich wie immer. Nö. Aber das war nicht gut. Alter! Aus. Aus, okay, aus, ich aus. Ich tue mich echt etwas schwer hier. Was war das denn? Ich tue mich echt schwer. Ja. Ich mich aber auch. Also ein Tor ist schwer hier. Ja, aber der Ball ist hauptsächlich auf meiner Seite und das ist nicht so gesund. Fehler. Fehlpass. Zumal meine Abwehr ja nicht so... Oh nein. Habe ich gepennt gerade. Spiel doch schneller. Du Alter. Der war zu kurz. Nein. Diese scheiß Schweden. Nee, warte mal, ich spiele doch Schweden. Diese scheiß Schweden. Nee, normalerweise müsstest du doch jedes Kopfball-Duell gewinnen. Ja, du bist auf jeden Fall, glaube ich, größer als die anderen. Ja, Spielen. Eben. Ich finde das sehr merkwürdig gerade hier. Die Italiener sind auch nur so Furzknoten. Mann, ja. Yeah. Ich will hier keine Italiener beleidigen, das ist natürlich nur Spaß alles. Sehr schöne Parade vom Keeper. Nein, mein Ball, meiner. Lass das. So. Die typische erste Halbzeit aber auch wieder hier, ne? Also. Ein bisschen, ja. Aber dann, ich kriege auch hier nichts hin, ne? Das, obwohl meine Abwehr mehr als löchrig ist. Möchte ich nur mal eben so betonen. Stimmt, ja. Ja, denn ja. Warum ja. sollte ich hier Wert auf Abwehr legen, wenn die Abwehr eh scheiße ist? Aber guck mal, hier Ballbesitz hast du 66%. Also das ist schon ordentlich. Ich habe eine ganz gute Passgenauigkeit, glaube ich, mit den Italienern. Ja, das ist das also... Das können sie. Die Mannschaft ist genauso stark eingestuft wie Spanien. Am stärksten ist übrigens die deutsche Mannschaft eingestuft. Was machen die denn? Ja, was mache ich denn? Was machen wir alle?
Warum kriegst du jeden verfickten Ball, den ich mache hier? Er ist nicht wahr. Ist hier überhaupt jemand? Ja, ich... was war das denn? Rennen da hinten. Was stehen die immer so rum? Ach, Mist. Aber ich glaube, so wird das Spiel werden. Ja, ich glaube es auch. Leider. Ich erwarte irgendwie mehr von beiden Mannschaften. Aber weiß ich auch nicht, ob das so wird. Ja, das war nix. Da habe ich nicht hingespielt. Na. Oh. Schlecht. Nein, schlechter am schlechtesten. Na, zum Kotzen. Spiel weg die Pocket Mist. Das war nicht nötig. Das war eigentlich noch vom ersten so gedacht. Was? Da solltet ihr doch gar nicht Danke. Hin. Ich drücke einfach immer viel zu lange drauf. Ich weiß nicht, warum ich das immer wieder mache. Ja. So hätte ich den Elfmeter doch riskieren sollen. Kann dann sein, dass die nicht lizenziert sind? Das kann doch durchaus sein. Ich weiß es nicht. Da müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber da habe ich jetzt keine Lust zu, ehrlich gesagt. Nö, ist auch egal. Ja, vollkommen egal. Italien führt. Boah, mit einem Italien schönen führt? Ball ich meine, in die Ecke. Ich glaube, das ist realistisch, dass Italien führt, auf jeden Fall. Auch auf dieses Spiel bezogen, man hat es ja gesehen, du hast Ballbesitz, warst du deutlich stärker, Passgenauigkeit, also. Da habe ich mit dieser schwachen schwedischen Mannschaft tatsächlich nicht viel entgegenzusetzen. Ja. Naja. Wir werden sehen, wie das echte Spiel ausgeht. Da kann ich nur gleich nochmal ein bisschen was in der Pause an meiner Strategie drehen. Das werde ich auch tun. Ich habe einen Plan. Welche Pause denn? Innerhalb. Achso, wir sind schon. Die war schon. Ach, die war schon. Oh, scheiße. Okay, dann drücke ich jetzt mal die Pause-Taste, damit ich hier gleich nochmal was an meiner Strategie drehen kann. Ja. Ja, passt. Also sofort Pause. So, ich werde jetzt ein bisschen was an meiner Strategie drehen hier. Und zwar, erstmal gucke ich. Da, ich habe da nämlich einen Rechtsaußen, der ist ganz, ganz beschissen. Was soll ich mit so einem Rechtsaußen? Der hat nur 66. Und das Dumme ist, ich kann den nicht tauschen, oder? Oh, der hat nur 69. Ach du Kacke. Das ist aber gar nicht gut. Das ist aber gar nicht gut. 50. Aber das ist nur, weil die jetzt müde sind, oder nicht? Oder ja, nee, nein. Die spielen normalerweise eine andere Position, das ist das Problem. Ich habe, für diese Aufstellung habe ich nicht die richtige Dingenskirchen, aber egal. Ich werde alles reinwerfen. Und zwar... Ja, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ich ändere nichts. So, ich bin bereit. Okay, dann geht's weiter. Ob das was bringt, weiß ich nicht. So, ich habe einen Einwurf. In welche Richtung muss ich? Ich glaube, es ist die falsche Richtung. Kann das? Oh ja, ich wollte nicht passen. In welche Richtung muss ich denn, verdammt? Ich wollte den Ball ins Tor. Ja, da unten, in die andere. In die andere Richtung, genau. Wo ich hinrenne. Okay, das heißt... Lauf. Oh, weg mit der Pille, Mann. Wie soll denn so meine Strategie funktionieren? Eieieiei, ich hätte ein Tor machen können eben, ey. Ich hab aus Versehen passen gedrückt. Das war richtig übel. Beweg deinen Arsch da unten! Verdammte Axt! Zu langsam. Ey, den habe ich zu weit geschlagen. Das war ein bisschen zu doll. Erste Mal bin ich Buffon. Ich hatte noch keinen Abstoß. Ja, witzig. Ja, das habe ich am Anfang, als wir das Spiel begonnen haben, nicht bedacht, dass ich für diese Position gar nicht die richtigen Spieler habe. Hä, was war das? Tja, so ist das. Immer mit deinen weiten Einwürfen. Jetzt ist der auch noch so groß und ich bin so klein.
Mein kleiner Italiener. Alter! Wie ich das hasse. Nein! Was war das denn? Was war das denn? Was hab ich denn da gemacht? Scheiße hast du da gemacht. Haha! Das kann man wohl laut sagen. So wie die Italiener heute auch. In echt. Ja. Naja, sie haben ja zwei. Wobei ich ja die Spanier viel, viel schlimmer fand, ehrlich gesagt. Weil die ihr typisch spanisches Spiel aufgezogen haben. Dieses langweilige Rumgekicke. Ja, wir machen so, was nötig ist. Ne? Ja, ist also das. Aber das wird halt, meistens wird es im Verlauf des Turniers noch schöner. Ja, aber trotzdem schießen die immer nur ein Tor. Die schießen immer nur ein Tor. Ja, mehr halt brauchen reicht die nicht. Ja, auch. Ja, es ist aber nervig. Ja. Okay, also ich glaube, ich werde hier nicht durchkommen bei dir. Ich glaube, die Taktik, ich glaube, es ist jetzt alles noch schlimmer als vorher. Naja, du musst ja vorne Tore schießen. Ich weiß ja, ich komme nicht hin zu dir. Alles andere bringt ja nichts. Komm hier nicht hin. Ich komme nicht durch bei dir. Ja. Dabei stehe ich gar nicht so krass hinten drin. Ja, es ist, weil meine Mannschaft im Mittelfeld einfach auch scheiße ist. Das war schlecht. Komm weg mit der Pille. Das ist mal so lange dauert hier. Sehr gut, sehr Zlatan. Nicht so gut. Sehr gut, nicht so gut. Du läufst aber auch mit dem übers ganze Feld. Scheiße, ich hab durchgelassen. Naja, boah, mit alter den Fernschüssen, das übe ich nochmal, du. Ich müsste dich ja eigentlich faulen, wenn du an mein Tor rankommst. Ich komme nicht an dein Tor ran. Das haben die heute die ganze Zeit gemacht. Am Ende. Mann, ich muss doch wenigstens noch einen Ausgleich hinkriegen. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, was war das denn? Oh komm, lauf doch mal, beweg doch mal deinen Arsch, du Penner. Was soll denn der Scheiß? Warum läuft denn der nicht? Aua. Das sah aus wie ein Handspiel. Sah aus, als hätte den Ball mit den Händen weggekickt. Guck mal, du berührst mich gar nicht. Und der läuft einfach nicht los. Naja, das würde ich jetzt mal auf die Grafik schieben. Ja, Scheißgrafik ist festhalte das. Festhalte oder so. Das ist doch kacke. Keine Ahnung. Ich habe ja was gedrückt. Ja, ja, war also mir schon klar. Ich wollte mich nur einfach nur über die Kackgrafik aufregen. Nee, also das sind so Sachen, ey, das muss doch funktionieren. Ja. Ah, wieder zu weit. Was war das denn? Ja, nix war das. Jetzt hatte ich aber gerade Angst. Das sah aus, als hätte ich dich umgezogen. Nee, also nee, umgeschubst. Nee. Ich hab nur versucht, noch irgendwie an den Ball zu kommen. Ja. Mann! Das ist ein komisches Spiel, muss ich sagen. Nein, mach doch was. Legst noch eine Ecke. Jetzt kommt der Ausgleich. Eckdal schießt die Ecke. Eckdal. Scheiße. Er hat schon gespallert. Die scheiß KI. Oh, komm! Mann! Oh, Mann! Ich dachte schon, der wäre drin, ey. So ein kleiner Ümmelball. Also, es kann keiner behaupten, ich hätte nichts getan. Oh, abgehört. Noch eine Ecke. Tut ja auch keiner. Ich sag das nur mal eben so. Ich glaube, das ist ein ganz realistisches Spielergebnis, was wir hier gerade erspielen. Italien macht ja auch irgendwie... Naja, keine Ahnung. Ich will auch... Erstmal gucken, wie der. Ja, komm! Weitergeht. Verdammte Axt! Halt mal fest! Ah, dieser Torwart! Boah, was für ein geiler Schuss noch. Leider daneben, aber ein geiles Ding gewesen. Wenn ja.
So, Nachspielzeit 4 Minuten. Was ist denn hier passiert? Gab's Tote? Ich weiß nicht. Gab's Tote? Nein, der Schiedsrichter ist parteiisch offenbar und möchte, dass Schweden hier noch ein Tor erzielt. Ja. Das ist eine Ecke. Noch eine Ecke für dich. Junge, 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 das ist aber hier, Wollen ja nichts anbrennen lassen. Eigentlich müsste ich auf Zeit spielen. Das machen die Italiener gerne. Viel zu spät losgelaufen, der Vogel da oben. Warte, das war jetzt aber kurze 4 Minuten. Ja, sind ja auch keine echten 4 Minuten. Ja, stimmt auch wieder. Ja, also ich fand, die erste Halbzeit fand ich scheiße, muss ich sagen. Die zweite Halbzeit war ein bisschen spannender. Ja, deine erste Halbzeit war scheiße. Meine war gut. Meine zweite Halbzeit war scheiße. Ja, ich glaube aber auf jeden Fall ein realistisches Spielergebnis, würde ich sagen. Mhm. Und ich sage auch mal, genau das ist mein Tipp. Okay, dann sage ich aber mal 1-0 für Schweden, weil die müssen ja jetzt auch kommen, ne? Die müssen jetzt Leistung bringen und Italien hat schon 3 Punkte. Von daher, Schweden muss zeigen, was sie können. Die müssen allerdings jetzt ihre 3 Punkte einfahren. Das stimmt allerdings. Du hast nicht ganz unrecht, aber das ändert nichts an der Qualität der Mannschaft. Und die scheinen mir bei Schweden, die scheinen ein echtes Problem zu haben, glaube ich. Ja, das ist, weil ich glaube, ich weiß auch nicht. Ich denke mal, wenn die das analysieren, dann werden die auch ihre Fehler sehen, was sie gemacht haben heute. Mm-hmm. Aber naja, mal sehen. Naja, was ich vielmehr meine, ist halt die Fähigkeiten der einzelnen Spieler. Mm-hmm. Ja, weil aber die haben halt den Ball auch nicht zum Beispiel zu Ibrahimovic bekommen. Mm-hmm. Und der kann schon was, wenn er will. Ja, bloß, er ja das ist aber das gleiche Problem wie beispielsweise bei Portugal. Dir nützt der beste Spieler nichts, wenn der Rest der Mannschaft nicht funktioniert. Das ist richtig, aber mal sehen. Ich tippe trotzdem 1-0 für Schweden. Ja, dann sind wir mal unterschiedlicher Meinung. Ja, es war was Neues. Normalerweise haben wir immer einen recht ähnlichen Tipp. Ja. Zumindest tendenziell. Mhm. Ja. Und ihr dürft natürlich euren Tipp auch gerne in die Kommentare hauen und an der Umfrage, die irgendwo auftaucht, könnt ihr auch mal reinklicken und sagen, wer gewinnt oder nicht gewinnt, wie auch immer. Mhm. Ja, dann müssen wir durch, ne? Für dieses Spielchen. Das wär's dann. Ja. Das nächste Spiel weiß ich gar nicht. Das nächste Spiel ist Tschechien gegen Kroatien. Auf unserem Kanal dann auch. Naja. Naja. Dann machen wir gleich, oder? Jo, dann machen wir gleich. Alles klar. Ja, dann bis denne. Sag ich schon mal, jo, bis dann. Ciao.